Okay, ja, ich vergehe es. Jetzt konnte man damit. Ja. Nein, geht nicht. Ach, mit dem Controller? Mhm. Warte, dann brauchst du die Maus hier. Ja, gib mir den Controller. Warte, damit würde damit gehen. Ja, geht. Hier. Wissen Sie denn. Wieso kurz das so? Wissen Sie vielleicht, wo er sich aufhalten könnte? Hm. Wenn er hier ist, befindet er sich wahrscheinlich im zentralen Forschungslabor. Folgt mir, ich zeige euch den Weg. Hervorragend, aber bitte erlauben Sie mir zuvor noch eine Frage. Was möchten Sie wissen? Das Material in diesem Labor. Lager. Es wird nicht für eine Zeitmaschine verwendet, stimmt's? Nein, das wird es nicht. An was genau arbeiten Sie wirklich? Mein Gebiet ist die angewandte Polydimensionalphysik. Und ja, ich arbeite an der Zeitmaschine. Diese Materialien aber gehören zu einer anderen Forschungsgruppe, die ebenfalls hier tätig ist. Und ist jene Gruppe ebenfalls Dimitri unterstellt? Wer weiß, die Kollegen dort experimentieren mit gefährlichen Gerätschaften. Ich glaube allerdings nicht, dass Dimitri sonderlich an diesen Experimenten interessiert ist. Du doch die Maus. Echt? Ja. Kann ich das? Hier, das Papier. Was, wieso? Ich hab mir deine Hand. Du hast ja Pommes genommen. Ich hab so gemacht. Achso, okay. Soll ich noch was holen? Soll ich nehmen? Einfach nehmen. Geht das so? Warte, Maus. Da um die. Ja, so. Okay. Geht da. Okay. Suchen. Und Leute, ich esse jetzt eine Bockwurst und Pommes. Und muss weiter. Okay. Ritze. Okay. Oder auch nicht. Mhm. Was hat das zu bedeuten, Horace? Wer sind diese Leute? Cuthbert? Hör zu, dies ist der wahre Professor Layton. Der wahre Professor Layton? Was soll das schon wieder heißen? Schau, ich werde dir das alles später erklären, aber dafür haben wir jetzt wirklich keine Zeit. Fürs Erste brauchst du bloß zu wissen, dass diese Leute hier sind, um uns alle rauszuholen. Du willst doch wieder nach Hause, zurück in unsere Zeit, oder nicht? Nach Hause? Ich würde alles dafür tun. Wie kann ich helfen, Professor? Ich muss Dimitri finden, den Mann, der meinen Namen bisher so schändlich missbraucht hat. Angeblich hält er sich im zentralen Forschungslabor auf. Wo genau soll das sein? Ihr seid nicht weit davon entfernt. Ihr müsst nur diesen Flur hier herunterlaufen. Unglaublich, ich kann nicht fassen, dass der wahre Professor Layton vor mir steht. Welche Überraschung. Das letzte Mal, als wir uns sahen, wirkten Sie weniger angetan von meinen Erscheinen. Oh ja, bitte entschuldigen Sie mein Verhalten. Ich hatte ja keine Ahnung, mit wem ich da spreche. Nun, wir können uns immer noch später unterhalten. Beeilen Sie sich, bevor Sie entdeckt werden. Boston und seine Schergen sind schon auf der Suche nach Ihnen. Ihnen bleibt nicht viel Zeit. Was? Aber wie haben die nur so schnell herausgefunden, dass wir hier unten sind? Ha, irgendein Infrarotsensor hat wohl stillen Alarm ausgelöst. Alter Superschurkentyp. Rumstehen bringt uns auch nichts weiter. Los jetzt. Los jetzt. Sich da anspricht. Ich glaube, bei Inga an der Tür war ein Geheimrätsel. Soll ich den noch? Du wolltest weiter, will ich weitergehen, ne? Mhm. Okay. Links, die Tür. Ich weiß ja wegen dem Hinsel. Diese Panzertür scheint ins zentrale Forschungslabor zu führen. Wollen wir hoffen, dass sich die Betriebe da drin befinden? Ja, du kennst ihn selbst, Luke. Ich bin mir sicher, dass er immer noch Einsicht zeigen kann. Nun, unsere erste Aufgabe ist, diese Tür aufzukriegen. Sie ist mit einem seltsamen Schloss versehen. Und wieder ein Rätsel. Kein Zweifel, Dimitri testet die Intelligenz aller, die das Labor beitreten wollen. 14? Ja, ne? Mhm. In diesem Muster ist irgendwo das oben links abgekürzte Kreuz versteckt. Kannst du es finden? Es hat exakt dieselbe Größe und Form. Zeichne seinen Umriss ein. Wie Umrisse? Achso.
Nein, ne? Mm-mm. Schade. Das? Das ist schon so groß und hat die gleiche Form. Was? Ach so, okay. Also auch so viel, also blockförmig, mm-hmm. Ach so. Mit? Das reicht mir an Pommes. Wir sehen uns gleich. Kommst nicht weiter? Ich hatte es jedenfalls. Ich das so machen, so. Doch, hast du doch. So, nein. Nein, scheiße. Nach links fehlt der Weg. Ja, hier, ne? Hm, also ähnlich. Warte, gib mir mal. Ich glaube, wir brauchen mal ein paar Tipps. Nein. Echt nicht? Wir müssen doch nur gucken. Aber wenn das Gucken nicht uns hilft so richtig. Hm? Was denn? Achso, ich dachte schon. Mach mal Tipps. Ich hab ne Idee. Echt jetzt oder sagst du es einfach nur so, weil ich gleich Tipps angucken soll? Nochmal. Cool, dass du eben so gewonnen, ne? Mhm. Gesundheit. Danke. So. Ach, das geht doch nicht. Komm einfach Tipps. Wir haben keine andere Wahl. Vielleicht ist das Kreuz ganz klein, warte. Ach, das muss ich selber größer, ne? Mhm. Okay. Glaub ich. Ich weiß nicht mehr genau. Ja, dieselbe Größe und Form. Okay, komm, mach zurück. Nein! Peinlich ist der Umriss wirklich schön rausgemacht. Versuche ein paar Kreuzformen noch. Ja, okay, komm mal, nein! Warte. Konzentriere auf die obere Hälfte. Okay. Dort sollte eine Stelle sein, an der man... Ja, okay. Die helfen doch eigentlich gar nicht. Die obere Hälfte. Ich hab's. Tja, mach mal. Ist genauso groß? Okay. Guck, es hätten wir auch. Nein, guck mal, der komische Strich war noch da. Guck, es hätten wir auch ohne geschafft. Stimmt auch. So sollte es stimmen. Geht doch. Ganz wie ich vermutete. Hier gelöst habe. Was? Wie lange ist es her, dass ich eine Rätsel hier gelöst habe? Weiß ich nicht. Was hätten wir das? Schlüssel oder irrigiert sein?
stehen bleiben. Boston. Ja. Katzarmee. Haha. Also hier habt ihr feigen Feiglinge euch versteckt. Diesmal entkommt ihr mir nicht. Oh. Oh nein, wir sitzen in der Falle. Schnell, hier entlang. Was? Wer sind Sie? Das ist nicht möglich. Meine Augen spielen mir wohl einen Streich. Sie sind Professor Layton, richtig? Claire, bist du es? Nein, ich bin Celeste, Ihre jüngere Schwester. Ich will herausfinden, was Claire wirklich zugestoßen ist. Ich weiß, dass sie Ihnen sehr zugeneigt war, Professor Layton. Die mysteriöse Dame ist niemand anderes als Claires jüngere Schwester Celeste. Celeste sucht im London der Zukunft nach Hinweisen, um den Tod ihrer Schwester aufzuklären und folgt dem Professor auf ihrer Suche nach der Wahrheit. Kapitel 12? Nein. Sie sind Claires jüngere Schwester? Es ist schon fast unheimlich, wie sehr sie ähneln. Wir sind uns schon einige Mal begegnet, stimmt's? Seltsam, dabei hat Claire nie etwas von einer Schwester erwähnt. Ja, ich bereue es, dass wir uns die letzten Jahre ihres Lebens kaum gesehen haben. Entschuldigen Sie, dass ich nicht schon vorher mit Ihnen in Kontakt getreten bin, Professor. Ich wollte ja, aber ich fürchtete, dass dies hätte bloß die Aufmerksamkeit des Clans auf uns gelenkt. Um uns beide zu schützen, habe ich bisher jeden Kontakt vermieden. Ich verstehe. Schnief, Sie haben sich wohl sehr geliebt, wenn Sie es verzweifelt nach der Wahrheit suchen. Ich bin zugegebenermaßen eher den Nachforschungen des Professors gefolgt, als selbst zu ermitteln. Aber wieso? Wegen ihres Berufes, schließlich heißt es ja, der große Professor Layton ist jedes Rätsel, nicht wahr? Ich dachte, wenn jemand den Geschehnissen von damals auf den Grund gehen könnte, dann sie. Celeste, am Tag der Explosion war ich. Oh nein, der Clan hat jeden Moment hier sein. Wir müssen schnell von hier fort. Ach ja, das ist mein Stichwort. Niemand flüchtet so viel Theos, wie Don Paolo. Als Gruppe können wir uns nur langsam bewegen. Wir müssen uns trennen. Ich stimme Ihnen vollständig zu. Zuletzt, ich werde Sie persönlich in Sicherheit eskortieren. Layton, Sie kümmern sich um die Gören. Ich meine die Kinder. Zuletzt, warten Sie. Wir haben noch viel zu besprechen. Ah, da hab ich euch. Scheinenase. Professor, was haben Sie... Was Ihnen bisher verheimlicht wurde, geht über jede Vorstellungskraft hinaus. Die Antwort liegt in der Umarmung des alten Vaters. Dort werden wir uns treffen. Münzen. Okay. Die Lampen. Schau, wir müssen jetzt abbauen. Ja. Ey, da ist extra stehen geblieben, um das zu sagen. Das ist, manchmal ist es so dämlich, diese Konversation bei denen. Cool, ich kann es kaum glauben, dass wir jetzt drei aus dem Stück rausgeschafft haben. Ich will ja nicht enttäuschen, Luke, aber ganz sicher können wir uns nicht wegen. Ich kann nicht aufhören, darüber nachzudenken, was Les uns letztes sagte. Die Antwort liegt in der Umarmung des alten Vaters. Dort werden wir uns treffen. Celeste versuchte damit, uns unseren nächsten Treffpunkt mitzuteilen. Aber natürlich! Sie hat den Hinweis verschlüsselt, um den Ort vor den Gangstern geheim zu halten. Aber was bedeuten ihre Worte nur? Betrachte sie als ein Rätsel, Luke. Und die Lösung dieses Rätsels ist etwas weit bedeutenderes als nur unser nächster Treffpunkt. Ich möchte wetten, dass dies auch das Hauptquartier des Clans ist, in dem sich Dimitri versteckt. In diesem Fall ist es noch wichtiger herauszufinden, wo sich dieser Ort befindet. Luke, erinnerst du dich an das Flugblatt für The Thames Arms, das man uns zeigte? Dort wird Celeste uns erwarten. Im The Thames Arms? Aber wie kommen sie darauf? Luke, hast du je von Old Father Thames gehört? Old Father Thames ist eine Sagenfigur, die den Fluss Themse darstellt. Oft werden Flüsse in der Literatur und in Volksweisen personifiziert.
und bei der Themse ist es ebenso. Als Celeste sagte, die Antwort läge in der Umarmung des alten Vaters, meinte sie mit Vater niemand anderen als Old Father Thames. Ich verstehe. Und mit Umarmung wollte sie uns einen Hinweis auf den Namen Thames Arms geben. Ihr beiden. Ich habe über etwas nachgedacht, Professor. Was denn, du? Über das Verhältnis, in dem sie, Dimitri und Don Paolo zu der Armen zu Claire standen. Und jeder von ihnen stellt die Umstände ihres Todes in Frage. Celeste mit eingeschlossen. Wieso habe ich das Gefühl, dass so viele Mysterien auf jene Explosion zurückgehen? Die Explosion, die Claire tötete, hat nicht nur das Labor zerstört, in dem sie arbeitete. Bis ich davon erfahren hatte und zum Unglücksort gelangte, stand alles in Flammen. Die Nachbargebäude war genauso wie der Zerstörung zum Opfer gefallen. Die ganze Gegend wurde völlig verwüstet. Bei jedem furchtbaren Anblick wurde mir klar, dass ich Claire für immer verloren hatte. Dabei war ich nicht der Einzige, der einen großen Verlust erlitt. Viele Menschen wurden verletzt oder verloren ihre Liebsten in den Trümmern. Bis heute erinnere ich mich an einen Jungen, der wehklagend nach seinen Eltern rief. Für eine Weile versank ich in meinem Leid, der Kummer übermannte mich. Als ich wieder zu mir kam, fiel mir etwas Seltsames auf. Trotz der immensen Zerstörung schwiegen sich die Medien geradezu über das Unglück hinaus. Nach den Berichten der ersten Stunde verlor man kein weiteres Wort über den Vorfall. Und so musste ich auf eigene Faust ermitteln, um an Antworten auf meine Fragen zu gelangen. Sofort untersuchte ich Claires Labor und versuchte, ihre Kollegen auch ausfindig zu machen. Während meiner Recherche fand ich heraus, dass politische Mächte bei dem Vertuschen am Werk waren. Kurz nach dieser Entdeckung wurde ein brutaler Anschlag auf mich verübt. Meine Verletzungen waren so gravierend, dass ich einen Monat lang im Krankenhaus. Ach du Scheiße! Ich konnte mich glücklich schätzen, noch am Leben zu sein. Als ich nach meiner Genesung zurückkehrte, fand ich mein Büro völlig verwüstet vor. Die meisten Dokumente, die ich über das Unglück zusammengetragen hatte, waren gestohlen worden. Diese Explosion war kein gewöhnlicher Unfall. Jemand hat erheblichen politischen Einfluss mitgemischt. Und diese Person nutzte ihre Macht, um jegliche Beweise über den Vorfall verschwinden zu lassen. Ich versuchte noch mehrere Male, den Fall aufzuräumen, doch es nutzte nichts. Jedes Mal, wenn ich es wagte, traf ich auf Widerstand und Gewaltandrohungen. Claire ist für immer verloren. Das ist mir bewusst, aber ich muss die Wahrheit erfahren. Dieses Gefühl teile ich sicher auch mit Don Paolo und Celeste. Yeah, eiskalt. Also denken Sie, dass Dimitri die Wahrheit kennt? Vielleicht, im nächsten Part. Okay, also denken Sie, dass Dimitri die Wahrheit kennt? Ja, das denke ich. Dimitri und vielleicht noch jemand anderes. Wie meinen Sie damit, Professor? Großer Lob. Nein, hast du noch diesen Typen gesehen, der im Hintergrund war? Der Premierminister? Ja, der war auch. Alles wird sich in den Samstags aufklären. Lass uns gehen. Ja, alles wird sich da klären. Ja. Ich habe mich verlaufen. Fluch, alles in Ordnung? Sorry, Kollegas. It was not mon Absicht, die junge Lady zu paniken? Panike. Ach so. Herr Polo, was machen Sie denn hier? Ich explorte die Area und bin irgendwie equi gelandet. Per Dizu? Sie führen weiterhin ihre Tunnelforschung durch, nehme ich an? Da, auf der Suche after dem Great Tunnel. Jesus, wir sind nicht ohne die Gleise geraten. Diese Little Viage war ganz schön risky, aber Piccolo? Piccolo. Achso, Piccolo ist Teil von Exploring El Mundo, non? Eine eigentümliche, aber auch recht zufällige Aussage. Claro, Esther muss meiner Travel-Desastre hätten avoided werden können, wenn meine Kompass intanto, obwohl zuerst die Mappe hier mit den Weg zeigen kann. Jesper, Hilfe. Was? Ich weiß nicht, was der Typ jetzt gerade gesagt hat. Er braucht Hilfe. Oho. Jetzt wäre es kompliziert. Die Buchstaben auf dieser Landkarte stehen für die Himmelsrichtung, aber oben auf unserer Abbildung ist nicht zwangsläufig Norden. Wenn die goldene Seite nach Norden weist, kannst du von einem bestimmten Quadrat aus losgehen und wirst alle Quadrate der Tabelle passieren, indem du von jedem Quadrat aus jeweilige ausgegebene Richtung einschlägst.
kannst du anhand dieser Information rausfinden, welche Seite der Karte Norden ist. A ist A, B, C oder D. C. Also N ist nicht unbedingt Norden, ne? Mhm. Ja, wahrscheinlich das. Wieso? Alle nach oben? Warte, man könnte bei irgendein Quadrat. Ich weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Dies ist kompliziert. Du, sagen wir, das wäre oben Norden, ne? Mhm. Dann würde man immer noch da gehen. Das würde doch keinen Sinn geben. Dann wäre W Süden. Oh nein, weiß man, hä, nochmal. Was für Westen? N oder wie? Okay, sollen wir testen einfach? Mhm. Okay, sagen wir, W ist Norden. Ich sag, C ist die Lösung. Okay, sagen wir, das ist Norden, ne? Mhm. Nach oben. Und dann? Warte, was ist dann O? Osten? Süden? Süden. Oder? Hä? Ich komme durcheinander bei den Buchstaben. Ich werde es einfach ausprobieren, weil es jetzt gleich eine spannende Sequenz kommen wird. Ich sag A. Okay, mach. Mal sehen, ob das stimmt. Scheiße. Jetzt komme ich mit C. Nun, Beharrlichkeit ist eine Tugend. Ja, ist ja schön. Ach, du heilige Scheiße. Und wieso? Einfach so? So sollte es stimmen. Okay. Und weil ich die Lösung teilweise wusste. So gefällt mir das. Jo, genau. Egal, 3700. Egal, wenigstens eine schöne Zahl werden bekommen. Hä, wieso kommen sie auf M? Hä, check ich nicht. Was steht M? Norden, Osten, Süden. Okay. Was soll das in Westen heißen? Westen. Umgekehrt nur. Warte, wenn du Seite C als Norden festlegst. Ach so. Okay. Und grazie mille, Monsieur Sam, dank euch ist meine Travels fortsetzen. In der Tat, aber seien Sie bitte vorsichtig, ja? Und lernen mal richtig zu artikulieren, verdammte Scheiße. Ich hasse es, den zu sprechen. Puh, wir sind am unteren Ufer, damit sind wir diesen Gangster wohl endgültig erwischt. Dort unten geht's wahrscheinlich drunter und drüber. Flora, geht es dir gut? Alles Beste, Professor, obwohl ich sehr froh bin, dass ich euch beide dabei hatte. Professor, der Dams Arms ist gleich dort drüben. Gisles wartet bestimmt schon auf uns. Krass, Kapitel 12. Und du dachtest nicht, dass heute Kapitel 12 kommt. Ich meinte, wir schaffen 11 auf jeden Fall. Jetzt kommt 12. Vielleicht die Enthüllung. Schaffen wir das heute noch? Hm? Willst du jetzt, wir können jetzt so lange aufnehmen, bis du weg... Sagen deine Eltern nichts? Nein, sagen nichts. Ja, okay. Willst du jetzt? Ja, okay. Ich sag jetzt. Wir leiten irgendwelche neuen kriminalistischen Erkenntnisse, das kann man wohl sagen. Werden Sie uns in freundlicherweise die Damsamts begleiten? Das Damsamt, was soll das bitte heißen? Ein Lokal, gleich hier in der Nähe. Meine Blicken lassen auf erfolgreiches Ausgabe. Ja. Warte, halten Sie mal für eine Sekunde den Rand, klar? Was ist denn an diesem Lokal so besonders, dass ich mich ohne Aufschub dorthin begeben soll? Ich will Ihnen ja keine falschen Hoffnungen machen, Herr Inspektor, aber womöglich finden wir dort Hinweis auf den Leib des Premierministers. Tatsache, nun mein Interesse ist wohl geweckt, aber leider muss ich zuvor noch etwas auskurbeln. Sie haben ein Rätsel zu lösen? Eines der irgendwie Briefe, die hier steht. Ich vermute, dass es was mit unserem Fall zu tun hat. Darf ich mal die Sache mal anschauen, Herr Spector? Hä, welches Rätsel war das? Ich glaube, wir schaffen das heute noch. Haben wir 116? Ja, haben wir. Sicher? Ja. Okay. Ich glaube. Ach so. Warte. Lies. Welches Fliese musst du erfahren, um meinen Schatz zu gelangen? Kreise es ein. Da, wo das X ist, ne? Das hier. Wieso? Guck mal den Pfeil an. Von Affen. Achso, okay, warte nochmal. Lies doch einfach. Du erzählst folgenden Brief. In dem Raum auf dem Bild verbirgt sich ein Geheimnis. Entferne eine der in Bodenfliesen, um den versteckten Schatz zu finden. Und Mundstark findet sie ein Bild auf dieser Rückseite. Muss dir. Okay. Weißt du den Weg zum Schatz? Ja. Es gibt auch mehrere Pfeile. Ja, und dieses Kreuz soll dann nur vorher verhören, ne? Mal sehen, ob das stimmt. Okay. Zum Glück konnte ich ganz die Lösung. Wie ich vermutete. Ja.
Klaus, wir schaffen das wirklich heute. Das ist irgendwie ein Bilderbuch, Papagei. Nicht ach vergessen. So, das kommt jetzt so ein Special Part. Stimmt. Ich will hoffen, dass unser Boot so, ja. Noch zwei. Warte, wie viel. Okay, der hat keine Rätsel mehr. Ja, Fetti, sag bitte nichts. Also, guck mal nochmal. Wegen Sticker und so. Na, ja, er sagt dasselbe. Kriegen wir viel Spaß auch dabei. Ja, achso. Zwei. Noch zwei Dinger und dann haben wir das endlich. Guck mal, Rätselindex. Warte. Ja, 116. Warte, 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 weiter hier. 16, 15, 14, 13, ja, okay. 12, okay. Wir haben alles, okay. Bisher. Notizen? Lektionsnotiz? Wir machen bis zu einer Stelle, bis wir keinen Bock mehr haben, okay? Ja, okay. Ich glaube, mein Bruder will auch irgendwo mal schlafen. Ja, deswegen. Das ist gerade richtig spannend, oder? Ein bisschen, ja. Was kann ich die Wendung sehen? Ja. Yeah. Endlich sehen wir uns wieder. Wo haben wir das denn bist du denn noch gewesen? Ich muss einige Recherchen auf einigen Faust durchführen. Es gibt nur einige Verdächtige, die ich auf der Straße gesehen habe. Eine Frau. Ich sah, wie sie aus dem Beschatten schickte mich an, ihre Identität herauszufinden. Es war bestimmt Celeste. Wo hast du sie zum letzten Mal gesehen? Für kurze Zeit hat sie mich abgelehnt, aber eben habe ich sie diesen Restaurant betreten sehen. Bald darauf trat auch ein Freund von ihnen ein. Don Paolo, habe ich recht? Ich frage mich langsam, ob ich dir jemals etwas Neues erzählen kann. Ihr seid gut informiert. Jawohl, schließlich haben wir ebenfalls nach Kräften unsere Nachforschungen angestellt. Oh, wunderbar, ich wusste, dass ihr nicht einfach die Hände in den Schoß legen würdet. So was nun? Alle Akteure unseres Stücks sind versammelt. Lasst uns eintreten und Celeste treffen. Akteure unseres Stücks? Was soll das wohl heißen? Er wird ihn entlaufen. Jetzt kommt richtig so ein bisschen Delikon-mäßig, so Enthüllung und so. Yeah. Aber vorher noch Rätsel lösen. Nein, nicht den Ruf. Ah, bald euch. Ja, ich dachte schon. Bitte beeilen. Sei kurz mir richtig. Der Barkeeper. Scheiße. Schönen Tag, guten. Ja, okay. Willkommen zurück, mein Herr. Konnten Sie den Gast finden, der noch. Ja. Das konnten wir, darum Ihre Hilfe. Ich bin froh, dass ich Ihnen zu Diensten sein dürfte. Jetzt beginnt die Kacke zu dampfen. Ich bin so froh, dass ich es halt aus der Anlage geschafft habe. Ich konnte mich doch nicht fangen lassen, obwohl sie mir nicht von den Geheimnissen erzählt haben. Ich habe den Eindruck, als wüssten sie die Meister schon selbst. Habe ich recht? Was? Professor, stimmt etwas etwa? Layton, wenn Sie etwas wissen, dann raus damit, Mann. Da scheinbar alle angespannte Erwartungen waren, werde ich mal eine Erklärung untersuchen. Katzin? Ja. Es hat gedauert. Doch ich konnte endlich Licht in diese bizarre Angelegenheit bringen. Sie haben das Rätsel gelöst? Ja, zum größten Teil. Na los, raus damit! Sehr gerne. Sehen Sie. Diese Stadt birgt ein gewaltiges, furchtbares Geheimnis. Dieses London, das London der Zukunft, ist nichts weiter als eine Attrappe. Es handelt sich um eine Kulisse, die uns davon überzeugen soll, dass wir in der Zukunft sind. Eine Zeitmaschine gibt es nicht, weder hier noch sonst irgendwo. Alles sollte den Anschein haben, dass der Uhrenladen ein Tor zur Zukunft sei. Aber in gewisser Weise ist die wahre Natur jenes Gebäudes nicht minder faszinierend. Das Hinterzimmer des Uhrenladens ist keine Zeitmaschine, es ist ein Fahrstuhl ins Erdinnere. Wir befinden uns jetzt gerade unter der Erdoberfläche.
Exakt. Haben Sie je von Kavernen im Erduntergrund gehört, in denen antike Ruinen gefunden wurden? Manche Gelehrte sind der Ansicht, dass es ein massives Netz solcher Hohlräume im Erdinneren gibt. Und nach dem, was ich gesehen habe, scheint Dimitri hier das zweite London errichtet zu haben. Wir stehen sozusagen gerade mitten in der aufwendigsten Filmkulisse, die je erbaut wurde. Ich kann es kaum glauben. Aha, dann steckt also Dimitri hinter der ganzen Sache, wie? Aber aus welchem Grund nur? Da bin ich ebenso ratlos wie Sie. Wer würde denn ein solches Werk auf sich nehmen, nur um uns eine falsche Zukunft vorzutäuschen? Ja, wer nur? Wohl nur jemand, dessen Ziel genau von einer solchen Illusion abhängt. Welches Ziel würde denn ein solches Vorhaben rechtfertigen? Sehr einfach. Der Bau einer echten, funktionierenden Zeitmaschine. Es scheint, als hätte Dimitri niemals seinen Traum vom Reisen durch die Zeit aufgegeben. Doch obwohl er mit aller Kraft an dessen Verwirklichung arbeitete, scheiterte er stets aufs Neue. Er brauchte Hilfe, um seinen Traum wahrzumachen. Er brauchte die klügsten Wissenschaftler Londons. Doch um deren Unterstützung zu erhalten, musste er sie glauben machen, sie wären in der Zukunft. Wieso denn? Denk nach, Luke. Dimitri konnte die Wissenschaftler nicht einsperren. Nicht im buchstäblichen Sinne. Wie könnte er sich sonst auf das Produkt ihrer Arbeit verlassen? Nein, Dimitri musste den Arbeitswillen dieser Männer auf andere Art und Weise beflügeln. Die Wissenschaftler mussten die Fertigstellung der Zeitmaschine ebenso herbeisehnen wie Dimitri. Daher versetzte er sie in den Glauben, sie wären 10 Jahre in der Zukunft gestrandet. Dimitri erzählte ihnen, dass die Zeitmaschine schon kurz vor ihrer Vollendung stünde. Die Armen glaubten, dass dies ihre einzige Möglichkeit war, in ihre eigene Zeit zurückzukehren. Aha. Daher also haben sie Dimitri aufs Wort gehorcht. Soweit meine Theorie. Dürfte ich Sie bitten, die fehlenden Stellen zu ergänzen, mein Herr? Sie haben endlich Licht in die Sache gebracht, was? Brillant wie immer, lieber Herschel. Dies ist das Hauptquartier und Versteck des Clans. Und doch schien unser Barkeeper keineswegs überrascht, als wir das Etablissement betraten. Ich muss Ihren Scharfsinn loben. Ich hätte nicht gedacht, dass Sie mich so durchschauen würden. Wie es aussieht, muss ich Ihrer verflixten Neugier ein für alle Mal ein Ende setzen. Ist auch eine Kulisse, aber trotzdem. Ich glaube, alles an... werden wir sehen. Aber ein bisschen unlogisch. Dimitri, Sie haben uns die ganze Zeit beobachtet. Ich werde mich allein mit den Professor bemessen. Für alberne Polizeispiele habe ich keine Zeit. Alberne Spiele? Ich werde Ihnen gleich was Albernes vorspielen. Mann. In Fist und Sis. Was? Also die Tonart. Achso, ich wundere mich gerade, warum er das kannte. Ich empfehle Ihnen allen, sich keinen Zentimeter vom Fleck zu berühren. Diese Ressort ist mit genügend Sprengstoff versehen, um alles im großen Umkreis zu vernichten. Sind Sie wahnsinnig? Dann können Sie alle sterben. Sie eingeschlossen. Das ist nicht ganz richtig, sagte der Herrscher. Ich für meinen Teil werde unversehrt hier rausmarschieren. Ich weiß genau, wie viel Zeit wir noch haben. Ich bin bestens mit einem Drosseltisch. Sollten Sie fliehen wollen, dann tun Sie keinen Zwang an, wenn Sie keine Angst vor Fehltritten haben. Denn bei den kleinsten falschen Bewegungen werden Sie in einem Feuerwerk sondergleichen erleben. Hier ist alles voller Bomben. Langsam dämmert's. Nun, ich habe mich noch ein wenig an ihrer Verzweiflung. Dann werde ich sie ihren Schicksal überlassen. Scheinbar habe ich ihnen meinen Meister gefunden, Dimitri. Ein Rätsel ohne Lösung, wie? Womit nicht, lieber Professor? Hier, dieser Plan zeigt Ihnen genau, wo die Bomben verborgen sind. Und wenn Sie ihn richtig lesen können, dann die wahre Frage ist jedoch, wie viele Bomben bleibt Ihnen noch?
bis die Bomben explodieren. Welcher Bösewicht macht sowas? Ich will sie bei meinem Wort nehmen. Wollen wir mal sehen. Finde alle Bomben. Die Zahlen am oberen und linken Rand des Plans zeigen dir, wie viele Sprengkörper in der entsprechenden Zeile bzw. Spalte versteckt sind. Rote Punkte stehen für Personen. Graue Quadrate für Tische. An diesen Stellen sind keine Bomben versteckt. Finde die versteckte Röhre. Ey, das ist so ein Minesweeper. Findet die versteckte seitliche Bomben und markiere sie auf dem Plan. Cool, in anderen sind immer drei, ne? Mhm. Und eins von drei. Und diese Reihe sind vier. Also hier sind alle, ne? In der Reihe sind drei. So und so. In der Reihe vier. Zwei. Hier kann keiner sein. Hier muss eins. Das ist eins. Ja, da haben wir es. Das ist es, glaube ich. Ja? Ja. 1, 2, 3, jupp. Leicht. Zum Glück hast du das. Also kannst du das spielen. Wie durch. Ja. Wenn wohl mit leichter. Wie es scheint. Da könnte man behaupten. Natürlich nur, wenn sie uns nicht etwas vorenthalten hätten. Was? Sieh mal, Herr Luke, dieser Plan beantwortet die Frage, wie viel Zeit uns. Oh. Steht da? 0-0. Hier steht 0-0. 0 Sekunden, das heißt, sie hat diese Bomben. Nicht so freudig, Luke. Nein. Luke, hör mir zu. Was du hier siehst, sind keine Ziffern. Unendlich. Unendliche Zeichen. Jene Bomben niemals explodieren. Da jene niemals explodieren sollen, gehe ich davon aus, dass sie gar nicht existieren. Hier. Was? Dimitri? Sie gewiss haben sie viele verwerfliche Taten begangen, aber Mörder sind sie jedoch nicht. Sie wollten uns nur ein wenig beschäftigt halten und sich zu der Flucht erleichtern. Okay. Einfach so. Verstecktes Rätsel suchen. Okay, komm. Bisschen Konversation führen. Ich hätte wissen müssen, dass Herschel Layton sich nicht so leicht in das Licht führen lässt. Bisher konnte ich nur eigene Vermutungen anstellen. Helfen Sie mir doch, die Lücken zu schließen. Für ein solch aberwitziges Vorhaben muss es schließlich einen sehr guten Grund geben. Den gibt es tatsächlich. Alles begann etwa vor 10 Jahren. Bill Hawks und ich waren Kollegen und gute Freunde. Wir arbeiteten im selben Labor an der Erforschung potenzieller Methoden der Zeitreise. Die Forschung war unser Leben. Wir opferten unseren Geist und unser Herzblut, um das Geheimnis der Zeitreise zu enthüllen. Nach Monaten härtester Arbeit war es uns gelungen, einen Prototypen fertigzustellen. Und bald darauf war es an der Zeit, unsere Arbeit an einem menschlichen Versuchsobjekt anzuwenden. Bill Hawks wusste nichts Besseres, als Claire, unsere Assistentin, als Versuchskaninchen vorzuschlagen. Selbstverständlich protestierte ich aufs Schärfste. Claire war mein Ein und Alles. Und obwohl sie meine Gefühle nicht erwiderte, hätte ich ihr Wohl niemals aufs Spiel gesetzt. An jenem Tag fiel mir ein Konstruktionsfehler an unserem Prototypen auf. Ich flehte Hawks an, den Versuch abzubrechen, doch er ließ sich nicht erweichen. Nicht lange nachdem sich die Tragödie ereignet hatte, machte ich eine furchtbare Entdeckung. Hawks hatte die Technologie hinter dem Antrieb der Zeitmaschine schon vor dem ersten Versuch verkauft. Es scheint, als hätte er hinter meinem Rücken eine gewaltige Summe von einem Großkonzern erhalten. Trotz des Defekts scheute er sich nicht, einen Menschenversuch für seine Käufer zu veranstalten. Und wir wissen, welch furchtbare Tragödie seine Entscheidung zur Folge hatte. Als ich erfahren hatte, dass Hawks das Experiment durchführen wollte, war es schon zu spät. Claire.
Hawks Gier war es, die Claire für immer von mir riss. Das Leben ist ein grausamer Scherz. Mein Lebenswerk und meine große Liebe auf einen Schlag verloren. Ich war am Boden zerstört. Hawks hingegen hatte seine wenigen Verletzungen schon kurz darauf überwunden. Und dank seines Handels mit dem Konzern war er bald reicher als kaum ein Mensch zuvor. Mit diesem neuen Vermögen war es ihm ein leichtes, seine politischen Ambitionen zu erfüllen. Er hat Claire geopfert und ist dadurch an die Spitze unseres Landes gelangt. Der größte Sadist könnte sich keinen grausameren Scherz ausdenken. Ich will nicht bestreiten, dass ich ihn hasse. Und dieser Hass trieb mich weiter und weiter an. Wenn ich nur in die Vergangenheit hätte reisen können, so hätte ich ihm seine Gräueltat heimgezahlt. Natürlich gab es noch einen zweiten Grund für mich, einen Weg in die Vergangenheit zu suchen. Ich musste Claire vor ihrem Schicksal bewahren. Können Sie das nicht verstehen, Herschel? Claire weilt nicht mehr unter uns und kein Mensch kann die Zeit zurückdrehen. Sind Sie sicher? Das bin ich, leider. Ich habe nur noch eine einzige Frage an Sie. Was wollen Sie wissen? Jemand benutzt Sie für seine eigenen Zwecke. Wussten Sie das? Was? Wovon sprechen Sie? Jemand hier verfolgt einen eigenen furchtbaren Plan. Schlimmer als der Ihre, Dimitri. Und dieser jemand bist du! Das muss ein Irrtum sein, Professor. Nein, das ist es nicht. Du bist entlarvt, Luke. Oder sollte ich lieber Clive zu dir sagen? Es hat eine ganze Weile gedauert, bis ich alle Teile deines Plans zusammengesetzt hatte. Doch als ich das ganze Ausmaß seiner Heimtücke erfasste, erzitterte ich vor Abscheu. Clive, wovon spricht er? Du hast deine wahren Absichten also geheim gehalten, Clive. Sogar vor deinem Komplizen. Was soll das alles, Herschel? Clive strebte nach Rache. Rache an allen. Und Sie, Dimitri, waren nichts als eine Marionette für ihn. Vorzüglich, Herr Professor. Ganz vorzüglich. Damit bin ich wohl überführt. Schluss mit dem undurchsichtigen Gefasel, Layton. Ich will endlich wissen, was hier gespielt wird. Clive. Als Kind wohntest du gleich neben dem Laborgebäude, das vor 10 Jahren explodierte. Die Explosion zerstörte jenen Teil des Hauses, in dem deine Familie lebte. Laut den Berichten kamen 10 Menschen bei dem Unglück um und deine Eltern gehörten zu ihnen. Es war ein furchtbarer Schock. In einem Wimpernschlag hattest du Familie und Zuhause verloren. Nachdem der Schmerz sich gelegt hatte, kam bald darauf der Hass. Du warst besessen von dem Wunsch, dich an jenen zu rächen, die dir dies angetan hatten. Zu deinem Glück wurdest du von Constance Darf, einer freundlichen älteren Dame, adoptiert. Ihr gutes Herz wurde nur noch von ihrem immensen Vermögen übertroffen. Einige Jahre lang lebtet ihr glücklich wie eine Familie, doch dies endete viel zu früh. Miss Darf schied 5 Jahre später aus dem Leben und vermachte dir ihr gesamtes Vermögen. Nach deinem Abschluss bewarbst du dich um eine Stelle bei einer bedeutenden Zeitung. Und dies war beileibe nicht des Geldes wegen. Solche Einkünfte waren Kleingeld für dich. Nein, du suchtest nach etwas. In deiner neuen Position konntest du endlich diejenigen finden, die schuld waren an deinem Unglück. Bill Hawks und Dimitri Allen, das waren die Männer, die für all dein Leid verantwortlich waren. Dieses Wissen erlaubte es dir, deine Rache an jenen zu planen, die hinter der Katastrophe steckten. Zuerst stelltest du Kontakt mit Dimitri her. Er musste den Bau seiner Zeitmaschine fortsetzen. Als nächstes konntest du mit dem immensen Vermögen, das du geerbt hattest, das falsche London bauen. Nun nutztest du deine Kontakte, um die brillantesten Wissenschaftler des Landes aufzuspüren.
Schließlich würdest du Hilfe brauchen, um die Zeitmaschine zu vollenden. Nun musstest du diese klugen Köpfe nur noch in deine Falle locken. Doch was Dimitri nicht wusste, die wenigsten von ihnen arbeiteten an der Zeitmaschine. Was? Clive hatte die meisten von ihnen still und heimlich auf ein anderes Projekt übertragen. Nennen wir es eine Kleinigkeit, von der er stets geträumt hatte. Sind Sie bald fertig, Layton? Was sollte das für ein Projekt gewesen sein? Eine Waffe. Ein Instrument, mit dem er Chaos und Vernichtung verbreiten konnte. Eine Waffe? Stimmt das, Clive? Für einen Wissenschaftler sind Sie nicht besonders scharfsinnig. Sie dachten die ganze Zeit nur an Ihre lächerliche Maschine. Aber ich hatte ein höheres Ziel. Ihr idiotischen Wissenschaftler und korrupten Politiker müsst bestraft werden. Was sagst du da, Clive? Genug der hohlen Worte. Ihr werdet schon sehen. Typisch Polizei, typisch Polizei. Mach bleib einfach sitzen. Bleib einfach sitzen. Aber guck mal, hier eine Frage. Wieso hat Bill Hawks dann mitgemacht bei diesem Experiment von Dimitri am Anfang? Wieso ist er in die Maschine gegangen? Clay war das Versuchsobjekt. Er wollte einfach sehen, was passiert. Er selbst? Ja, er hat schon das verkauft, er hat schon das Geld. Er wollte einfach nur sehen, ob das jetzt geklappt hat oder nicht. Achso, ja. Okay. Ihm war egal, ob jemand stirbt. Okay. Professor, was sollen wir nur tun? Er hat Flora entführt und... Layton, sehen Sie nur. Was? Jetzt kommt's. Weg hier! Rauf auf die Böschung! Los! Was ist das? Das muss Clives Projekt sein. Eine mobile Stahlfeste. Und Flora ist dort oben gefangen. Wir müssen sie retten. Ja, sowas geht ja auch, ne? Aber es gibt mehrere Kapitel. Kapitel 13? Ja. Hä? Ich hab mich gehört. Ah. Kapitel 13. Das Bollwerk des Wahnsinns. Lang wollen wir noch aufnehmen? Ja, ein bisschen. Das 25, jetzt auf einmal kommt das. Verkauf der Kinder. Ein verstecktes Rätsel. Soll er aufhören oder? Ach komm, für heute aufhören. Ein Rätsel noch. Ach du Penner. Ja, stimmt. Die gibt doch kein Rätsel. Echt nicht? Mach. Wollt ihr nicht hören? Sie wussten davon? Nein, aber ich vermutete bereits, dass irgendjemand hinter Dimitri sogar an einer Waffe arbeitete. Jedoch hatte ich als Ergebnis seiner Arbeit eine solche Monstrosität erwartet. Sie sollten zuerst von ihnen fliehen, sie sind viel zu gefährlich. Aber was mit ihnen? Ich muss Flora befreien. Sind sie von ihnen Sinnen? Sehen sie doch diese Maschine doch nur einmal an. Das werden wir verderben. Da fliegen wir jetzt hin. Oder irgendwas anderes. Das ist die Gelegenheit für einen deiner heldenhaften Auftritte, Layton. Jetzt wird die Kleine gerettet. Habe ich recht? Natürlich, aber es wird schwierig sein, einen Weg in diesen Stahlkoloss zu finden. Wir könnten ja an einem der Metallbeine hochklettern, aber... Närrisches Kind, das Kind würde dich in 0,1 plätten wie einen Pfannkuchen.
Na göttlich, Clayton, vielleicht schaffst du es mit einem eigenen Auto. Naja, was hältst du davon? Den Wagen hinter dem Hospital? Aber dabei handelt es sich doch lediglich um eine Attrappe, oder? Sicher, aber ich habe mir die Baupläne dafür geschnappt und mein eigenes Clayton-Mobil gebaut. Eigentlich hätte ich mir mit einem guten Stück ja größeres vor, aber selbst drum. Das Ding steht auf Busch und es steht damit, was du willst. Es ist deins. Ich danke Ihnen, Paul. Kein Krokodilstränen, Clayton. Ich tue das alles für nur verloren. Okay. Wo ist das? Nach hinten, oder? In der Büschung? Weiter innen. Was für eine Büschung denn? Rechts, ja. Aha. Jetzt auf einmal finde ich Münzen. Zurück, oder? Ja, aber wo war die Büschung nochmal? Einfach geradeaus? Nein. Nein, nach hinten an. Sag ich, ich muss jetzt wieder zurück, oder was? Warte. Ja. Ich spreche ihn einfach mal an, kurz. Euer Auto steht auf der Büschung dort hinten. Was lungelt ihr denn? Verstanden, Paul. Was für... Ja, einfach nach oben wieder. Ja. Achso, das stimmt. Hier ist das. Da war ich. Dieses Lecken ist die Schraube. Ein perfektes Duplikat. Grete, juhu. Nur ein Knellkate-Lecken. Was ist, Paul? Das Auto ist hübsch, aber fast ein Top-Zustand, aber ich muss noch eine Stelle verschrauben. Bloß bin ich mir nicht sicher, welche Schraube dorthin geneigt gehört. Bitte, aber das ganze Auto könnte doch ein Stück fallen. Was sollen wir dann nun tun? Bleib mir nicht so an, Kleiner. Wir kriegen das schon hin. Eine dieser Schraube müsste passen. Okay, letztes Rätsel. 170 hatten wir. Ja, haben wir. Okay. Mit nur einer der unten abgebildeten 6 Schrauben A, B, C, D, E, F passt in Geschwindeöffnung. Der Durchmesser der Öffnung stimmt mit der Dicke aller Schrauben überein. Macht dir darum also keine Sorgen. Als einziges Werkzeug steht dir ein Schlitzschraubendreher zur Verfügung. Die Zeit wird langsam knapp. Schlitzschraubendreher. Wo ist der Schlitzschrauben? D. D? Zölle. Hä? Okay. So. Ja. Jetzt kommst du auf D. Mal sehen, ob das stimmt. Ja. Nee, kommst du auf D. Du musst gucken, wie sich das gedreht ist. Ach, die so meinten so Schlitz. Also oben musste das sowas sein, wo man das drehen kann. Ach so. Normal, ich hatte schweres Rätsel. Da kommt eine geile Cutscene. Das ist jetzt die richtige, ich bin mir sicher. Saubere Arbeit, Layton. Du musst ja. Heißt das, wir können jetzt los? Darauf kannst du richten. Die Herren, ihr Kutsche steht bereit. Ich komme mit. Sie bleiben hier. Wir werden das allein erledigen. Keine Angst, Layton. Und gib ordentlich Zunder, ja? Das werde ich. Hey, Layton! Sind Sie völlig durchgeknallt? Festhalten, mein Junge. Ja. Als erstes müssen wir schnell herausfinden, wo Clive die arme Flora gefangen hält. Jawohl, Professor. Aber diese Maschine ist gigantisch. Wo sollen wir nur suchen? Eins nach dem anderen. Zuerst müssen wir uns Zutritt zu dieser Monstrosität verschaffen. Ich sag einfach dazu mal nichts. Er kann einfach plötzlich heftig Auto fahren, ne? Ja, und das Auto kann so hoch springen. Ja, einfach so, okay. Ich kann das auch machen. Wo kann ich das auch? Oh, naja. Was mit Flora passiert ist, sehen wir im nächsten Part.